Ewiger Kampf. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen. Ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Das ist mal eine Kettenhandlung. Akt 3. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein? Hier, ich zeig's dir. Bereit? Achtung! Aber hallo! Hast du das gespürt? Wow, rück die Knochen gerade! Probier's mal! Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber.
Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Pawnee-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Okay. Kettenmission über Kettenmission hier bei Watch Dogs. Ich kann es echt nicht anders ausdrücken. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Meinen Teil des Deals halte ich ein. Ja, also wir dürfen bei der Tanke vorbeifahren, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wir haben prompt das Stoppschild umgefahren, das eine urkomische Verformung hingelegt hat. Upsala! Du machst es mir nicht leicht, Timo. Ich decke dich! Das sehe ich nicht genau. Ja, Entschuldigung, bin versehentlich ins Sperrgebiet gefahren. Seht ihr? Wir können vorrücken. Auf! Ist ja wohl klar, wie das hier ausgehen wird. Ich schalte ihn von hier aus. Ich werde so schnell nicht müde. Los, ich gebe dir Deckung. Ich brauche eine gute Knarre. Los in Deckung. Okay, im Hintergrund haben wir Sniper-Terroristen. Das Spiel ist aus. Ich habe eine Möglichkeit. So. Genug ist hier. Okay, schnell in Deckung. Achtung! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, das denke ich mir die ganze Zeit. Oh shit, oh shit. Okay. So. Schön, jetzt kann ich mich hier in das Auto hocken. So. Hier ist es auch hier. Mach Meldung! Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, ich hab ihn, aber sie sind an mir dran. Oh, Scheiße. Und was machen wir denn jetzt? Wir sind vor Ort! Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anziehen. Ja, okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Komm her! In etwas Kunstunterricht. In die Nähe einer deiner Skulpturen. Ja, Sapralot, willst du mich verarschen? So. Wo ist das Arschloch? Wo ist er hin? Ja, das wüssten wir wohl gerne hier. Werde ich euch aber leider nicht sagen. Nee, ich fahre schon im letzten Eck herum. Ist mit diesem Truck schon gar nicht so einfach. Alter Schwede, was gibt's da für Ecken? Hinter Duffing ist okay, hör zu. Neu formieren. Wir müssen das hinkriegen. So. Ja. Oh Gott. Führe sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Bist ein gefährlicher Mann, T-Bone.
habe ich auch ohne geschafft. Gut, Hoffnung ist ein Trauerspiel. Mission beendet. Ja, damit würde ich sagen, ist auch unsere Aufnahmesession beendet, die ja schon länger ging, als ich eigentlich geplant habe. Ich freue mich, dass ihr dabei wart bei Watch Dogs und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sage damit Ciao.